und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Tag 2 im Finale. Wetter offiziell mehr durchwachsen wie gestern. Bis jetzt geht's aber noch. Deswegen probieren wir es nochmal. Genau, also heute werden wir nochmal die E-Bikes bewegen und mal schauen, dass wir vielleicht vom Regen davonfahren können. Und wollen jetzt tatsächlich auf die NATO-Base rauf. Schauen wir mal, ob wir uns trauen oder ob es wieder so schlimm ausschaut wie gestern. Ansonsten haben wir auch schon ein Ausweichprogramm im Sinn. Und die Akkus sind auch wieder 100% geladen. Ja, das ist echt geil. Ich habe ja 110 Watt kW. Ich glaube, Watt sind das. Auf jeden Fall beim Bus, nicht beim Akku. Beim Bus, ja. Auf dem Dach und den 300 Watt Wechselrichter. Und das funktioniert einwandfrei. Zwei Akkus, den Laptop, die Drohne und. Also das lässt sich alles super laden und ja, läuft. Hoffentlich ist er nicht abgebrannt, der Bus, wenn wir zurückkommen. Aha, jetzt hängt ja nichts dran. Ach so, okay. Fahren wir los. So, da müssen wir hin. Da. Da sieht man schon die Windräder. So, das Geile ist, Richtung NATO-Base mit dem E-Bike schon ein Shuttle an uns vorbeigefahren. Und jetzt schauen die so richtig interessiert drauf. Und sonst war es immer so abwerten. Bei Bio ist man hier doch halt relativ langsam. Und das verändert sich jetzt mit dem E-Bike schon ein wenig. Und sie ist angeschwitzt, weil der Tropfen an der Nase hängt. Ja. Wohl wahr. Im Moment fahre ich auf Tour. Und es läuft, aber ein bisschen anstrengend ist es. Puh. Vielleicht doch mal auf Sport wechseln. Sporti. Ja, Sport heißt in dem Fall nicht sportliches Fahren von mir, sondern mehr Unterstützung vom Rad. Motor, nicht Rad. So, jetzt sind wir fast oben. Nico sagt, er hat gestern aufgegessen. Dazu muss man wissen, dass er fast an den letzten drei Kalamari-Ringerl erstickt wird. Aber bis jetzt haben wir tatsächlich passables Wetter. Gut gemacht. Dein Akku? 50%. Da ist sie. Ex-NATO-Base, Finale Ligure. Und es regnet noch nicht. Das ist für uns wahrscheinlich die größere Errungenschaft gerade. Yes, wir sind oben. Im Hintergrund hört ihr das Geräusch von den Windrädern. Und ja, wir sind die meiste Zeit Tour gefahren. Und dann die steile Rampe, da bei den Windrädern oben bin ich Boost gefahren. Ich habe jetzt noch 45% Akku. Du hast noch 44, hast du gemeint? Ja, gell? 44, genau. Gib uns mal Hard Facts, wie viele Höhenmeter wir gemacht haben. Ah, von der Uhr. Von der Uhr. Weil ich habe nämlich diesmal nicht getrackt. Ansonsten, da hinten seht ihr das Meer. Nico schaut jetzt mal auf seine Uhr. Hier haben wir eben die NATO-Base. Schon geil, wenn man da durch den verrosteten Zaun reinfährt. Hat schon so ein bisschen Zombie-Feeling. Vor allem natürlich, wenn es auch noch ein bisschen trüb ist. Hast du schon was gefunden? Also wir haben 1066 Höhenmeter und sind Geschwindigkeit 15,8, Distanz 22 Kilometer, genau, Puls 120. Im Durchschnitt? Nee, gerade eben. Im Durchschnitt. Genau, und den Rest kann ich euch dann in der App zeigen. Das ist dann ganz gut, da sieht man dann die ganze Tour, die man gefahren ist und einfach die Daten, wo man, was man verbraucht hat und so weiter und so fort. Genau, das haben wir euch ja gestern auch schon reingeschnitten. Also wer das Video gestern nicht gesehen hat, schaut unbedingt mal in die Playlist von Finale. Ja, das ist auf jeden Fall die komplette NATO-Base. Jetzt ist auch keiner mehr da, jetzt müssen wir uns ein bisschen schicken, weil es kommt eine Regenfront, die haben wir schon gesehen. Und Nico ist bereit für ein Titelbild. So, da haben wir probiert, ein Titelbild aufzunehmen. Welches hätte euch jetzt am besten gefallen? Ihr habt jetzt ja schon gesehen, welches wir gewählt haben. Aber schreibt uns doch gerne, hättet ihr 1, 2 oder 3 genommen. Dann ging es ab auf den Trail. Wir haben versucht, nicht zu lange oben zu verweilen, weil die Regenwolken ganz klar im Anmarsch waren und der Wetterbericht auch für den Nachmittag schlechter gemeldet hat. Und ob wir es trocken runter schaffen, seht ihr ja dann sowieso noch im Verlauf. Wir sind diesen Trail gefahren, der direkt oben von der NATO-Base weggeht, also wo man nicht noch rüberqueren muss, sondern einfach direkt rein, runter und läuft schon. Der war richtig cool, obwohl es ja nass war, ist ziemlich viel Erde, ein paar Wurzeln natürlich auch, aber hat sich gut fahren lassen, war eigentlich nicht allzu rutschig, da waren wir vom ersten Tag schon Schlimmeres gewohnt
und dementsprechend konnten wir ordentlich runterbügeln. Für die Bikes war der einfach nur perfekt. Die sind ja ein bisschen länger vom Reach her wie unsere Bio-Bikes und dementsprechend natürlich auch laufruhiger, wenn die Trails ein bisschen schneller werden. Bei der Laufradgröße ist es so, dass mir 27,5 einfach lieber ist. Dementsprechend habe ich mir vorne 27,5 Plus ausgesucht, hinten ganz normal 27,5 und der Nico mag lieber 29, der hat sich vorne 29 Zoll ausgesucht und hinten hat er auch 27,5. Dadurch hat er halt den Vorteil, dass er vorne sehr laufruhig ist, aber hinten die Wendigkeit behält und automatisch so ein bisschen besseres Abfahrverhalten von der Sitzposition hat. Ich fand es hier besonders cool mit den E-Bikes, weil zwischendrin halt immer wieder kleinere Anstiege kommen und da muss ich sonst einfach schieben, weil ich viel zu faul bin, mich da jedes Mal hochzuquälen. Ich mag einfach lieber lange Anstiege und diese kurzen, schnellen Rampen, die taugen mir so gar nicht. Mit dem E-Bike habe ich da halt einfach den Vorteil, dass die meisten dann doch gut funktionieren. Nico lacht gerade neben mir, weil ein-, zweimal musste ich trotzdem absteigen. Aber in Summe einfach sau cool, also hat mir richtig gut getaugt. Close my eyes and think of you. When I'm sleeping with someone.
Ihr habt es jetzt sicher selber auch schon ein bisschen gesehen. Es ist auch wirklich alles dabei. Oben sehr flowig, sehr flach mit diesen großen, weiten Kurven. Zwischendrin dann teilweise wie so eine Downhill-Strecke, sogar so ein bisschen mit der Absperrung. Dann schon ein bisschen verblockter, einfach über die Felsen drüber. Und ja, unten raus, da gibt es dann ganz viele Varianten, haben wir dann irgend so ein kleines Wegerl gefunden. Und da war es dann schon einfach wie so ein Naturtrail. Also von dem her hatten wir bei einer Abfahrt, die ja eigentlich doch gerade mal 1000 Höhenmeter hat, irgendwie so gut wie alles dabei. Ist natürlich super cool und abwechslungsreich. Schreibt uns doch mal, wart ihr auch schon im Finale und was ist euer Lieblingstrail hier? Finale, oh, Finale. Achso, ist kein Fußball jetzt. Nein, okay. Das ist Fahrrad. Oh Mann. Ja, da hat jemand schon Entzug. Gerade eben ist auch rausgekommen, dass es heuer schon wieder keine Wiesen geben wird. Start it up. Aber es geht dann doch, gell? Aber wir haben schon festgestellt, bei unserem Campingplatz, da waren wir gestern, da haben wir euch leider nicht mitgenommen. Da war es besser, da war es nämlich auch größer und ging viel schneller. Und ja. Guten Appetit. Einen guten. Ja, wir sind zurück. Wie ihr gesehen habt, sind wir noch mal ein bisschen hochgefetzt. Im strömenden Regen dann allerdings schon. Und jetzt prasselt es nur so. Damit geht's ab in die Dusche. Das war's für heute, würde ich sagen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Und dann bis morgen. Tschüss. Schön mit dir. Macht's gut. Oh.